Jetzt ich hier auch meine. Drück meine Taste, um mit mir zu reden. Meine FPS-Anzeige hat sich auch verab. So. Du kannst mich als Gesprächspartnerin verwenden. Du kannst mich als Gesprächspartnerin. Ich bin ein bisschen skeptisch, was jetzt gleich passiert, ne? Du bist wie ein Hund. Dein Herr hetzt dich auf und du gehst jedem an die Kehle. Aber hab bitte nicht zu viel Spaß mit Charles, meiner. Was ist das? Der Boden steht unter Strom. Das ist eine Falle. Mieses Arschloch. Ich erwisch dich trotzdem. Moment, Genosse Major. Ich versuche, die Ladung zu reduzieren. Und wenn ich kriechen muss, die Drecksau hole ich mir. Ich habe die Ladung reduziert. Alles in Ordnung, Genosse Major? Hab schon Schlimmeres erlebt. Viel Schlimmeres. Der entkommt mir nicht. Jonas. Morgen. Wufi, ah, Game. Soll ich daraus jetzt entnehmen? Also das Spiel heißt Atomic Heart. So, das war eine tolle Falle. Kann man da durch? Möchte ich da durch? Musste wahrscheinlich sogar da durch. So. Mit mir kann man sich gut unterhalten. Ha, du stinkst. So. Lust zu plaudern? Ich will das mit der Pistole, weil es so keine gute Idee, aber. Speichere da. Wann tötest du endlich diesen Drecksack, Petrov? Wie lang willst du ihn denn noch jagen? Ach, reib's nicht noch ein. Ich hab von dem Irren die Schnauze gestrichen voll. Er hat seine Roboter Menschen töten lassen. Jetzt findet man kaum noch Leute zum Aufknüpfen. Wechsel das Thema oder halt die Klappe. Liebst du mich, Schatz? Sag es mir. Du könntest öfter in mir sein. Ja klar, noch öfter. Es gibt nicht genug Polymer auf der Welt, um dich zu befriedigen. Ich bin eine Frau fürs Feine, Schatz. Und ich bin nicht billig zu haben. Ich könnte noch so viel mehr für dich tun. Aber wenn ich wirklich alles geben soll, kostet es dich was. Ja, habe ich gemerkt. Fühlst du dich gut bei mir, schöner Mann? Ja, im siebten Himmel. Und jetzt mach schon. Oh, was für ein animalischer Mann. Ich bin Feuer und Flamme. Wann hört dieser ganze Scheiß endlich auf? Wenn ich hier drauf drücke, bin ich dann lebendig? Willkommen im Maya Plisetskaya Roboter Theater, Heimat des ersten Roboter-Ensembles der Welt. Na hallo. Kauft schon mal Karten für unsere spektakuläre Vorstellung Herz des Roboters, ein friedliches Atom. So friedlich kommt mir das gar nicht vor. Emotionen satt. Das Stück bietet feinen Humor, epische Schlachten, fantastische Spezialeffekte und einen Hauch herzzerreißendes Drama. Hab ich ja jetzt schon. Davon bekomme ich im echten Leben schon genug. Danke auch. Karten an der Theaterkasse. Lasst euch die beste Vorführung des Jahres 1955 nicht entgehen.
Du kriegst ja nicht mal mit, was ich sage, du blödes Gerät. Willst du, dass die Maschine dich versteht, Major? Das sehe ich. Obwohl, weißt du was? Ich bin wirklich verärgert. Gib Worte deinem Schmerz, Gram, der nicht spricht. Press das beladene Herz, bis das es bricht. Solange keine Frau mehr hattest, Major. Willkommen im Maya Plisetskaya Roboter Theater, Heimat des ersten Roboter Ensembles der Welt. Sind die alle das Gleiche? Vielen Dank für den Follow, Carla. Willkommen, willkommen. Habe ich ihn erwischt oder hat er sich weggedreht? Nee, er ist umgefallen, okay. Willkommen in der Community. Du hattest schon Aufwehr, Major. Das sehe ich. Bakala. Oder noch gar nicht. Heute nicht, du Witzbold. Ihr Schicksal miteinander teilen. Und das heißt, heute stirbst du, Major! Warum will er mich jetzt unbedingt umbringen, wenn er es wirklich nicht war? Lass mich wohl erschrecken, Bro. Willkommen in unserem roboterisierten Theater. Es ist das weltweit erste seiner Art und basiert auf euren Entwürfen. Natürlich habe ich kleine Anpassungen vorgenommen. Genosse Sechenov, Genosse Sacharow, bitte folgt mir. Was für ein wunderbarer Abend, Dimitri. Was für eine unglaubliche Darbietung. Lasst uns auf Vosrod anstoßen. Die Wissenschaft stand noch nie so nah vor dem Triumph. Warum klingt das nach... Was soll es sein, Charles. Major? Waff. Brauch unbedingt mehr Energie. Eine weitere Energiezelle wäre ganz cool.
Aha. Der Zug verlässt den Bahnhof. Armer Rafik. Mit wem redest du? Hast du so eine Schlösser, ne? Ich hab Hummeln im Hintern, aber hallo. Nur noch eins hoch. Was nicht geht. Den roten und den blauen tauschen. So? Der rote hat mich gerade irritiert. Das Gegrunze macht mich irgendwie ein bisschen. Wo kommen Leute wie Petrov irritiert in mich. Einer blühenden Gesellschaft wie unserer überhaupt her? Oh ja. Und dafür hält man sich sowas auf, ne? Ist das nur... Ein bisschen mit meinem Warlock durch die Gegend schießen. Alles kein Problem mit meinem Granatwerfer. Dafür muss man sich sowas aufheben. Hey, hat Viktor diese Ballerina auch gehackt? Schutzengel wachen über uns. Petrov, du Idiot. Deinetwegen sind so viele Leute gestorben. Alles in dieser Welt ist verschwommen und vernebelt. Die Realität ist eine Illusion. So. Cool. Alles abgrasen. Oh,
Ah, komm mal gar nicht hoch. Huck. Hier hoch? Miss aus. Ich komme nicht ran. Komme ich hier ran? Da komme ich bestimmt ran. Ja. So, das könnte man hier mit Jump'n'Run irgendwas machen, ne? Aber irgendwie doch nicht. Hier ein Doppelschloss. Natürlich. Doch scheiße so. Ja. Bibidi babidi popo. Hast du Petrovs Spur schon gefunden, Genosse Major? Ich habe ihm eine Falle gestellt. Da kommt er nicht mehr raus. Ist Dr. Filatova bei ihm? Nein, Petrov ist allein. Interessiert es dich nicht etwas zu sehr, was mit ihr geschieht, Stock? Du hast deinen Freund doch wohl nicht ihretwegen verraten. Das geht zu weit, Major P3. Ich verlange, dass du diese unerhörten Beleidigungen sein lässt. Und ich verlange, dass du die Schnauze hältst und mir nicht weiter auf die Nerven gehst. Ich führe Befehle von Dr. Sechenov aus. Dimitri Sergejewitsch will wissen, wann du ihm Petrov auslieferst. Dein Schützling kann nirgendwo hin. Er hat den Verstand verloren. Er beobachtet mich über die Kameras, rezitiert Gedichte und brüllt in den Lautsprecher. Eine Stunde, dann habe ich ihn. Lebend. Versuch Dimitri Sergejewitsch diesmal nicht zu enttäuschen. Ach, leck mich. Nicht doch. Genosse Stockhausen trifft keine Schuld. Er will doch nur helfen. Ja, ja. Der will doch nur Petrov die Frau ausspannen. Stockhausen hier. Viktor hat seinen Rufmord an Genosse Sechenov gestanden. Er schart bereits zahlreiche Anhänger um sich und plant, das Vertrauen der sowjetischen Gesellschaft in die bessere Zukunft durch Kollektiv zu zerstören. Ja, ich habe die Aufzeichnung. Morgen im Botanischen Garten. Schick den Strafvollzug. Bargeld ist gut, danke. 30, wie vereinbart. Hut ab. Von Herrn Stockhausen an Petrov. Viktor, ich muss zugeben, dass du Talent hast. Sollen sie doch über deine Eigenarten sagen, was sie wollen, aber dein Können ist unbestreitbar. Deine Arbeit am neuralen Netzwerk und mit den Robotern, darüber könnte man ganze Bücher schreiben. Mir waren deine Fähigkeiten vorher gar nicht aufgefallen. Was ist dein Geheimnis? Verschafft dir deine neue Mätresse einen Motivationsschub? Aber es geht mich nichts an. Ich habe gute Neuigkeiten. Für dich steht eine nette Beförderung an. Wir feiern deine tolle neue Position, sobald du den Datenaustausch mit den neuen Neuropolymeren von Pavlov konfiguriert hast. Du hast einen Krug deines bayerischen Lieblingsbiers bei mir gut. Wir müssen uns treffen. Von Petrov an Stockhausen. Danke für die netten Worte, Michael. Ich will ja nicht prahlen, aber dein Lob kommt ein wenig vorschnell. Ich habe eine Analyse durchgeführt und glaube, dass ich das neuronale Netzwerk konfigurieren, aber nicht verbessern kann. Allerdings hindert mich Sechenov systematisch daran, die Funktionalität zu verändern. Und möchte ich die Initiative ergreifen, das Programm säubern. Wir müssen unter vier Augen reden. Und Stockhausen wieder? Ich habe über das nachgedacht, was du mir gesagt hast, Viktor. Sechenov scheint wirklich nicht allzu viel mitzubekommen. Ich bin bereit, mich mit dir zu treffen und unsere Vorgehensweise zu besprechen. Morgen um 3 Uhr im Botanischen Garten, sag es niemandem. Gemeinsam werden wir den Weg in die strahlende Zukunft ebnen. Oh, strahlende Zukunft.